Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen bei der ersten Folge der Sendereihe Finding Freud, ein Projekt des Magazins der Wiener Psychoanalytiker. Die Psychoanalyse hat hier in Wien und in der Welt Spuren hinterlassen. Welchen Einfluss hatte die Psychoanalyse auf das Wien der Jahrhundertwende und wie wichtig ist sie heute noch? Diesen Fragen wollen wir in den nächsten Sendungen nachgehen und wir laden Sie herzlich ein, uns dabei zu begleiten. Ja. 1910 hatte Wien bereits 2 Millionen Einwohner und war damit die 6. größte Stadt der Welt. Inmitten dieser Melange aus Nationalitäten, Glaubensrichtungen und Weltanschauungen entstand mit Sigmund Freud die Psychoanalyse. Begriffe wie Verdrängung, Ödipuskomplex, Ich, Es und Über-Ich fanden ihren Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich das Klima und die intellektuelle Auseinandersetzung mit Sexualität war nicht länger salonfähig. Trotz dieser einschneidenden Zäsur verbreitete sich die Psychoanalyse in den folgenden Jahrzehnten vom Wien des Fötus Jekyll ausgehend in die gesamte westliche Welt. Gut 100 Jahre später stellt sich die Frage, was bleibt heute noch von diesen einst bahnbrechenden Ideen? Hören wir uns um, was Menschen hier am Entstehungsort der Psychoanalyse über sie zu sagen haben. Sigmund Freud, cigars. What else? Sex. What else? Bald. What else? Beard. In Vienna. Mit Sigmund Freud sicher die Erfindung der oder die Forschung der Psychoanalyse in Wien, ja. Und dass er als Professor in Wien sehr lange gelebt hat und leider dann in der Nazizeit aus Österreich weg musste. I have no idea. What is that? Psychology. Yeah. Anything else? And sex. And others. So. Psychologie und die Gespaltenheit des Menschen zwischen der Gesellschaft, also dem Es, dem Über-Ich, wie ich sein sollte, und dem Ich, wie ich sein will. Well, for me is it's about what you're thinking. So I'm trying to think what you're thinking. So I'm trying to psychoanalyze you. Psychoanalyse, Traumdeutung, dass man das Sexuelle sehr in die Gesellschaft integriert hat. Ah, eine sehr berühmte, gute Psychiater, leider Gottes, müsste fliehen und dann mit 84 Jahren ist er, glaube ich, gestorben, wenn ich mir das richtig erinnere. Hat ja auch in Berggasse gewohnt. Just like psychology basically too, like thinking about in different aspects of life. Yeah. Meiner Meinung nach hat der Freud alles immer der Mutter die Schuld gegeben, also in seiner Psychoanalyse. It is definitely more relevant today because in every spheres of life you do want to know what the other person is thinking, what's going through their mind. Well, I come from a service background, so I think it's important to me to know what a customer wants and what to anticipate, his needs, his wants, his wishes, before he even asks for it. So there is a role being played, which is psychoanalysis. I think that's what it is, yeah. Durchaus. Aber ich halte es viel wichtiger, in der Psychoanalyse zwar die Ursache und das Problem des Problems zu finden, aber nicht zu sehr darauf rumzureiten, sondern viel mehr einfach an der Lösung zu arbeiten. Also viel mehr an der Zukunft arbeiten als an der Vergangenheit. Ja gut, die Psyche des Menschen zu analysieren muss interessant bleiben, ja, weil wir tagtäglich mit Menschen zu tun haben, die ihre Psyche an anderen auslassen. Und insofern muss es ja ein aktuelles Thema bleiben, der Mensch und seine Gespaltenheit zwischen den verschiedenen Elementen, die ihn prägen und ausmachen. Ja.
Ja, wir haben jetzt gehört, was Passantinnen und Passanten über die Psychoanalyse denken. Jetzt interessiert uns, was eine Expertin dazu zu sagen hat. Frau Sabine Schreckenthaler ist angehende Psychoanalytikerin und spezialisiert sich auf Kindertherapie. Frau Schreckenthaler, was ist Ihrer Meinung nach die Relevanz der Psychoanalyse heute? Ich denke, die Relevanz der Psychoanalyse hat nicht abgenommen, ganz im Gegenteil. Es finden sich Begriffe und Wörter, die aus der Psychoanalyse stammen, schon in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Das Unbewusste, der Ödipuskomplex, Freudsche Versprechen, das sind alles Dinge, die uns ganz alltäglich über die Lippen gehen. In der Alltagskultur ist sie also tief verwurzelt, aber wie schaut es aus mit der Psychoanalyse als Behandlungsform? Da ist es ein bisschen anders gelagert. Die Krankenkassen wünschen sich billige und schnellere Lösungen. Da war die Psychoanalyse nicht immer Mittel der Wahl. Die Psychoanalyse ist gut beforscht worden in den letzten Jahren. Auch es gibt empirische Befunde, dass die Psychoanalyse nachhaltigere und tiefgreifendere Veränderungen in der Psyche bewirken kann, als das andere Methoden können. Trotzdem wird sie von den Krankenkassen nicht standardmäßig verschrieben. Wie erklären Sie sich das, dass es die Psychoanalyse in den vergangenen 100 Jahren trotz dieser tollen empirischen Forschungsergebnisse nicht geschafft hat, sich hier besser zu etablieren? Ich denke, das hängt vor allem mit dem Gegenstand zusammen, mit dem sich die Psychoanalyse beschäftigt. Es geht um Vergessenes, Verdrängtes, um Ängste, um Kränkungen. All das löst schon Widerstand aus, auch in einer Gesellschaft, wo Oberflächlichkeiten genug sind, beziehungsweise wo man sehr perfektionistische Ansprüche hat, kann die Psychoanalyse vielleicht bedrohlich wirken. Ganz kurz gesagt, worum geht es in der Psychoanalyse eigentlich? Die Psychoanalyse erhebt den Anspruch, emanzipatorisch für den Analysanten zu sein. Das bedeutet, dass der Analysant freier sein soll in seinem Denken, in seinem Handeln, durch das Erkennen und Kennen von unbewussten Motiven, die sich in der Partnerwahl, im Beziehungsleben, im Berufsleben auswirken, ist es möglich, freier zu sein. Freud hat gesagt, man ist nicht Herr im eigenen Haus. Dem kann ich zustimmen. Die Psychoanalyse kann den Analysanten auf diese Reise in dieses psychische Haus mitnehmen und dort vielleicht auch ein bisschen verborgene Nischen vordringen. Frau Schreckenthaler, vielen Dank für diese spannenden Analysen. Die Psychoanalyse ist also über die Jahre in vielen Aspekten tief in Kultur und Sprachgebrauch eingesickert. Doch wie wurden diese Theorien zu ihrer Entstehungszeit wahrgenommen? Sigmund Freud, der Pionier der Psychoanalyse, wurde in Freiberg in Mähren geboren und übersiedelte als Kleinkind mit seiner Familie nach Wien. Hier lebte er bis zu seiner Flucht vor dem nationalsozialistischen Regime. Zu Wien hatte Freud immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Doch gerade dieser Zwiespalt outete ihn als echten Wiener. Hermann Bahr diagnostizierte, dass er, Zitat, schimpft, raunzt, erhöhnt, aber er bleibt. Tatsächlich unternahm Freud lange nichts, um Wien zu verlassen. Und nach seiner Flucht nach London befiel ihn heftiges Heimweh. Zu Wien gehört, damals wie heute untrennbar mit der Stadt verbunden, die Wiener Kaffeehauskultur. Wer kennenlernen will, welch tiefere Bedeutung das Kaffeehaus für den Wiener hat, der muss es in den Frühstunden besuchen. Nicht in der schönen Jahreszeit, sondern an einem grauen, winterlichen Spätherbst- oder Wintermorgen, wenn der Tag noch ebenso unausgeschlafen ist wie die Menschen, welche so frühzeitig ihr Werk zu beginnen haben. In diesem Kosmos des Wiener Kaffeehauses, den der Schriftsteller und Journalist Eduard Pötzl in einem Essay aus dem Jahr 1895 so trefflich beschreibt, wurden auch Ideen geboren, die die Weltgeschichte selbst beeinflussten. Um die Jahrhundertwende war das Wiener Kaffeehaus eine kulturelle Institution. Es war Treffpunkt und zweite Heimat vieler Intellektueller aller Facetten. Karl Kraus beschreibt es wie folgt. Auf jedem zweiten Tonnetstuhl ein reifendes Dichtergenie, ein Austromarxist oder Adeliger, ein Zwölftonmusiker oder wenigstens ein Psychoanalytiker. Hinter jeder Zeitung ein kluger Kopf, jeder Disput ein literarisches Bonbon, jeder Tropfen Obers eine Weltanschauung. Auch die Psychoanalyse war Thema heftiger Diskussionen
und hat Kunst, Kultur, Ökonomie und sogar die Architektur beeinflusst und wäre wiederum ohne den Einfluss aus diesen Disziplinen nicht denkbar gewesen. Die Wege vieler wichtiger Intellektueller und Künstler kreuzten sich zu dieser Zeit mit jenen der Psychoanalytiker um Freud. So suchte zum Beispiel der berühmte Komponist Gustav Mahler Freud in den Niederlanden auf, nachdem seine Frau Alma ihn mit Walter Gropius betrogen hatte. Ernst Freud, der Sohn von Sigmund Freud, war Privatschüler des Architekten Adolf Loos, der wiederum Patient bei dem Psychoanalytiker Fritz Wittels war. Die Psychoanalyse hatte natürlich auch scharfe Kritiker. Karl Kraus und Sir Karl Popper zum Beispiel bezeichneten sie als Geisteskrankheit und Pseudowissenschaft. Aber sogar Elias Canetti, der kein Freund der Psychoanalyse war, gestand ein, dass es zu dieser Zeit kaum ein Gespräch gab, in dem Freud nicht vorkam. Diese gegensätzlichen Meinungen zur Psychoanalyse spiegelten einen Zeitgeist wider, in dem Moderne und Tradition in stetigem Widerspruch standen. Die Psychoanalyse forderte Erneuerung und kulturelle Emanzipation. Das hat sich bis heute nicht verändert. Damals soll Kaiser Franz Josef seine Vorhänge geschlossen haben, um nicht auf das Adolf-Loos-Haus und die neue Welt, die es repräsentierte, blicken zu müssen. Wir allerdings wollen uns nicht scheuen, in den nächsten Folgen den Spagat zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu wagen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie nächstes Mal wieder mit dabei wären. Herzliche Grüße aus Wien und auf Wiedersehen.